Das runterstellen. Gut. Haben wir einen Kundschafter gleich oder sind alles Bauarbeiter? Acht Bauarbeiter, das heißt, Ansgar wird mal unser Kundschafter. Das heißt, wir errichten gleich mal ein Jägerzelt hier oben. Und einen Bauernhof hier unten. Und wir haben keine Ahnung, wo die Windländer sind. Ja. Also die Indianer, die unseren Kollegen so übel mitgespielt haben. Wir wissen aber schon mal, wo es Leben gibt. Tja, das war mal eine Mühle. Okay, wir haben unseren Bauernhof gerade noch gut hingestellt. Und hier scheint es einen Weg runter zu geben. Den gehen wir aber allerdings erst später entlang. Ich muss erst mal gucken, wo ich ordentlich Bäume finde. Wenn ich muss ich halt meinen Holzfäller irgendwo hinsetzen. Ja, will. Ja. Und ja, für den Anfang mache ich das Ganze etwas langsamer. Jo. Wie viele Leute habe ich? 14, davon 4 Frauen. 2 Kinder. Ich reiße das Nebensammlerzelt wieder ein. Ja. Verleg's nach da oben. Hier hin. Hier gibt's auf jeden Fall Schafe, die wir brauchen werden. Hier oben kommt dann auch das Holzfällerzelt hin. Ja, will. Wo holst du dann mal Nahrung? Weil hier gibt's einigermaßen genug Holz. Achso, ja, du solltest essen hier. Piadi ist erwachsen und hat eine Glatze. Das heißt, du wirst gleich mal unser erster Farmer. So, Lehmarbeiterzelt ist auch fertig. Ja, will.
Und ja, eine riesige Wüste. Ja. Ingrid ist auch erwachsen. So, Holz und Leder für den Holzfäller werden noch geholt. Ja, und hier geht's einfach runter in die Wüste, okay. Ist jetzt noch keine Spur von Wienländern, aber hier ist eine kleine Oase. Ja, will. Wenn man das in Amerika so nennen kann. Ja. Hier kann er sich wenigstens satt essen. Ja. So, das Haus ist auch fertig. Das heißt, wir können jetzt Berufe umswitchen. Gabelbart und so Jäger machen. Roller, unseren Holzfäller. Haftgrim, unseren Lehmsammler. Können auch schon mal eine Schule errichten. Und eine Mühle. Und einen Boden können wir auch bauen. Hier hin. Sehr gut. Ja. Ja, das hier ist eine reine Kriegsmission. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns baldigst auf Krieg einstellen. So, Ansgar pennt eine Runde. Wie viele Bauarbeiter haben wir jetzt noch? 4. Goldnuggets sind gesichert, das ist gut. Das heißt, ich schicke ihn jetzt hier unten noch entlang, damit wir das Eck hier vollständig aufdecken. Ja, will. Ja. Weil Gold werden wir in der Mission auch definitiv dringend brauchen. Ja. So, Inge, du heißt das ist Bjarni. Ja, will. Lehm und Stein gibt's hier zur Genüge, das ist gut. Eine Schule ist fertiggestellt. Das heißt, sobald die Mühle steht,
Kann ich einen meiner Bauarbeiter in einen zweiten Farmer verwandeln? So. Jawohl, wir haben jetzt einen Jäger und einen. Also einen Jägermeister und einen Holzfällermeister. Das heißt, wir steuern auch langsam auf drei Familienhäuser zu. Ich kann da wahrscheinlich leider nicht bauen, wo kaputte Gebäude im Weg sind. Nein. So, Lebenssammler für zwei Familienhaus und für drei Familienhaus brauchen wir den Werkzeugschreiner, den wir auch schon im Auftrag gegeben haben. Jo. Gut, der Brunnen ist fertig. Jetzt wird die Mühle gebaut. Und wir können uns weiter umschauen gehen. Während gebaut wird. Jetzt gucken wir uns mal das Gebirge hier oben an, ob wir hier auch Eisen haben. Ja, haben wir. Stein, Eisen, eine Bergquelle. Sehr viel Eisen sogar. Okay, die Mühle ist fertig. Das heißt, ich mache Ottkel zu meinem nächsten. Oh, es ist schön viel Goldnuggets. Also für Gold und Eisen ist auch schon mal gesorgt. So, du Farmer. Jetzt warten wir erstmal, bis der Bauernhof überhaupt was abwirft. Bevor wir uns dran machen, die Mühle zu betreiben. Weil noch dürften wir mit unserem Jäger ein bisschen Nahrung hinkriegen. Vor allem, weil hier genug Tiere noch rumgrasen. Und ich sollte in der Mission auf jeden Fall öfter speichern. Ja, will. Ja. Entschuldigung. Ja.